Moin, moin, hallo zu einer weiteren Folge Chaos Optophonia. Vielen Dank fürs Einschalten, liebe Ullenfreunde und Ullenfreundinnen. Und ich würde sagen, wir laden dann direkt den letzten Spielstand. Das müsste ja der hier sein, wenn ich mich nicht täusche. Genau. So, haben wir die Tasche alles? Genau, Shampoo. Und wir wollten, glaube ich, hier mit dem Rufus Hallo, mit der Rezeption reden. Waren die Glieder 5 oder 1? Zimmer 5. Echt jetzt? Ja, wie kann ich... Ah, nee, nee, nee. Kein Problem. Waren die 1. Wollten wir auch. Zimmer... Oh, wie kann ich... Ich würde dann gerne denieren. Ja, wollten wir? Ah, nee, Assistenten. Sprechen. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten. Warum und sag... Okay, ja, ja. Ich muss... Nee, jetzt müssen wir raus... Müssen wir unten lang gehen? Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Der depperte, 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 Dummdepp. Ja, was ist? Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch, Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja schon, aber... Aber was? Jetzt aber schnell. Jetzt zur Rezeption. Was wir machen müssen. Wahrscheinlich den Menüplan abholen oder so, ne? Tasche? Wenn ich was hier fehlt, ist ein Plan. Wenigstens ein Paar. Ja, okay. Hier, Rezeptionist. Ah, der Gasthausnummer, keine Sorge. Die was? Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen, wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für R klemmt nämlich. Ach so, klar. Danke. So dumm. So genial und so dumm. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Tja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. Schnell weg. Na endlich. Der depperte, 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 depperte Dummdepp. Haha, jetzt haben wir den Menüplan. Nein. Was, hä? Wieso haben wir jetzt keinen Menüplan? Statt wir können jetzt Essen bestellen. Oder haben wir jetzt einfach nur für... Wir sehen auch gar nicht aus wie Cletus. Oder? Jetzt ist Cletus nicht Zimmer 1 gewesen? Hallo. Der hat jetzt Zimmer 5 gesagt. Zimmer 1. Oh, der Herr, wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Na gut, ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut, wer bin ich denn einem so mutigen Mann, seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran. Zimmer 1, Cletus. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. Schön. So, jetzt geht der wahrscheinlich essen. Aber erst um 1, ne? Wir haben erst 4 oder so schon eben auf der Uhr. Hallo? Ist da draußen jemand? Darben! Okay. Ja, wie machen wir es denn jetzt? Jetzt bin ich ja total überfragt. Wir haben noch nichts mit unseren Gegenständen gemacht, ne? Noch gar nichts. Schön Kopfkissenbezug zu zeigen. Zu spät. Die Flecken dieser verlauste Kopfkissenbezug. Und zweiten? Jetzt haben wir natürlich ein Rätsel gelöst. Nur wie geht's denn jetzt weiter?
Jetzt, warum können wir eigentlich zur Kreuzerstraße gehen? Das frage ich mich die ganze Zeit schon. Und hier ist ja nichts, oder? Wenn ich nach rechts gehe, geht der instant wieder runter. Ich kann nicht... Kann ich nach vorne gehen? Ich kann... Nee. Obwohl der gerade ausgeblitzt hat. Aber ich kann hoch und runter gehen, auf jeden Fall. Vielleicht ist hier ja noch ein Ei versteckt. Das wäre mega fies. Dann hätte ich das ja auch schon am Anfang finden müssen. Okay, da hört er auf zu gehen. Dann oben und unten. Ich hoffe halt, dass ich mir ein Ding da vorbeikomme, weil ich würde mal gerne nach rechts gehen. Aber der Hintergrund ist auch sehr schön. Muss man mal ein bisschen Beachtung schenken. Nee. Oben komme ich nicht drauf vorbei. Unten auch nicht. Okay. Da können wir wohl nichts machen. Dann gehen wir nochmal zur Rezeption. Zeigen können wir uns wahrscheinlich immer noch nicht. Ich bleibe lieber in Deckung. Guck mal da, um 12 Uhr. Oder ist es eine lange Zeit? Ist der Minutenzeiger. Das heißt, wir haben jetzt 4 Uhr. Ich bleibe lieber in der... Wie? Ich muss vielleicht an der Uhr rumspielen. Warte, wir müssen nochmal den Oppenbotter wegholen. Und dann irgendwie den Rezessionist da bedrohen oder so. Docs Zimmer. Ja, gehen wir mal rein. Gegensprechanlage. Hallo? Zimmer 1. Wann ist mein Latzkaus fertig? Ich sterbe vor Hunger. Warten Sie damit bitte noch. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr. Okay, um 12 Uhr. Ich würde... Ich will... Na gut, das Essen sei im Rennen. Ja, okay. Wir können den... Können den leider nicht mehr rufen. Hallo. Können wir im Zimmer was machen? Ich würde... Haben Sie schon... Was soll... Da steht doch sowieso nur Lapskaus. Sie haben scheinbar das Kleingedruckte nicht gelesen. Sie können wählen zwischen Lapskaus aus Fischabfällen und vegetarischem Lapskaus. Aus Abfällen, die zwar nach Fisch riechen, in denen aber tatsächlich gar kein Fisch drin ist. Oh, die Qual der Wahl. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Hunger. Gute Wahl. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Sehr schön. Ja, wir haben jetzt... Flubbidi-Wupp ist in Cleedes Zimmer. Das will ich haben. So. Boso können wir nicht seine Klamotten geben. Der muss erstmal... Der muss erstmal irgendwie was zu essen kriegen. Dafür die Pastete. Dafür muss er... Hier, Pfeffer in die Nase. Tatsächlich. Ha, siehst du? Ich wusste doch, dass du dich erkälten würdest. Unsinn. Das ist nur der Pfeffer, den du mir gerade ins Gesicht gestreut hast. Warum auch immer du das getan hast. Nennen wir es Neugierde. Ich würde ihm keinen Namen geben. Sonst gibt es nur Tränen, wenn wir es nachher einschläfern müssen. Schon gerade irgendwie so fast sowas gedacht und wir haben sogar immer noch den Pfeffer. Dann, was können wir noch machen? Hey, Bose. Oh. Cleetus steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ach, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung. Der menschlichen Tarnkappe. Leise treti, leise treto. Dem heftigen Leisetritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Na, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst! Ihr wollt doch nicht, dass Cleetus euch hört, oder? Hast du immer noch... Wenn du mir im Sute... Okay. Warum... Ich sag... Unsinn. Okay, was dann fehlt wäre noch? Meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Okay. Ach. Schnupfen hat er jetzt schon. Fieber auch, weil er vielleicht so zittert, keine Ahnung. Husten. Salzstreuer auch drin. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Einfach nur Salz. Sieh etwas genauer hin. Na, ich kann's dir ja sagen. Da ist auch noch eine tote Fliege im Streuer. Ich passe. Ey, es ist besser, als was du sonst umkriegen würdest. Papiergeld, Korkenzieher. Diese Situation ist wichtiger. Die Mama, die Zahncreme damit ich auf. Ich wusste, Zahnpasta. Mischen wir Zahncreme mit dem Shampoo. Oh, ich trage erstaunt, wenn der... Warte, wir haben jetzt Shampoo.
können wir uns jetzt nicht irgendwie duschen? Mit dem Shampoo in diesem Zimmer hier. Solange ich noch Platz im Mantel habe. Gehen wir mal in das dunkle Zimmer rein und geben ihm Shampoo. Er braucht keine weltlichen bis voraus. Dann geben wir ihm Zahncreme. Er braucht kein Voraus. Dann ein Kopfkissen mit Er braucht kein Voraus. Dann stechen wir ihn halt ab. Wozu braucht ein Gespenst ein Fischmesser? Zum Klappern? Hey, bleib da an der... Ich dachte, ich soll... Ja, kannst du... Das hatten wir alles schon. Meine Güte, wir haben ja... Wir können das Fenster raus? Da kann man nicht vorbei, du Dreckiger. Können wir ihn nicht bestechen? Hier, ich hab Geld. Er braucht keine Voraus... Wir waren schon lange nicht mehr in der Wäscherei, fällt mir gerade mal ein. In der Wäscherei können wir mal vorbeigehen. Ich glaube, da geht's dann auch weiter. Ich weiß sogar, dass man schnell gehen kann. Servus, Freunde. Waschmaschine, Klitesklamotten. Ach, Klitesklamotten? Das sind Klitesklamotten. Meinetwegen können sie in der Trommel verrotten. Andererseits könnten sie noch nützlich werden. Ja, die brauche ich. So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen. Sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Okay, Saunaclub. Verdammt. Wie wäre es denn hier mit Shampoo? Wie wäre es mit einem kleinen Tauschgeschäft? Nein. Aber ich habe doch noch gar nicht gesagt, was... Egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was euch da entgeht. Dann mit Geld? Was kostet es mich, wenn ich vor euch drankommen möchte? Es kostet dich die Seele, die da wird schmoren im ewigen Feuer. Es kostet dich deinen Stuhl am Tische des jüngsten Gerichts. Es kostet dich den Frieden in dir selbst für Ewigkeit. Es kostet dich alles. Es kostet dich nichts. Oha, könnt ihr eventuell rausgeben? ich kann mit dir nichts machen. Wie wäre es mit einem... Aber ich hab doch noch gar nicht... Mit Staub oder so, oder hier mit Pfeffer. Wir hungern nach Vergebung. Wir dürsten nach Erlösung. Tja. Und wie wär's stattdessen mit Schnittchen? Die sind so creepy, Leute. Kriegt ihr nicht mal Hunger? Tja. Und okay, da ist kein Wir ja gerade. Die Korkenzieher in den Arsch stecken. Wie wäre es mit einem... Ihr habt... Okay, jetzt kennen wir das Messer. Kriegt ihr nicht irgendwann... Und... Dann mit dem Kopfkissenbezug. Ich müsste... Können wir uns den selber anziehen? Dieser Kopfkissenbezug. So viele Kopf... Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Dieser... So viel... Außerdem... Entos möglich... Entos... Ja, kombinieren. Dieser Fall ist ja von der Kopfkissenbezug müssen wir anscheinend irgendwie waschen oder so. Können wir den fashion Bügel andrehen? Wie wär... Ja. Und dann zu guter Letzt... ich müsste... Okay, es geht auch nicht. Die kommen wir nicht weiter. Dafür brauchen wir... Oh. Dafür brauchen wir... den komischen Glatzmann. Weil der hat ja auch so eine Kutte an. Wir müssen irgendwie den seine Kutte bekommen. Das machen wir, indem wir ihn jetzt Pfeffer, Shampoo in den Kopf gießen. Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du... Dann für die Tarantel. Hey! In die Kapuze. Kein einziges Haar an der Kapuze. Aber wo dann? Würde ich gar nicht wissen. Geld. Absurder. Aber ich denke... Wir müssen irgendwas in die Kapuze stoppen. Aber ich denke... Aber ich weiß nicht, was. Pfeffer auch schon alles ausprobiert. Ich denke... Und Salz ich denk, auch. Und Korkenzieher auch. Aber ich, und eine Schüssel auch. Aber ich, und das Messer auch. Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen. Aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Haare. Aber ich kann... Ich denke... Absurd. Aber ich denke... Wir müssen ihm irgendwie Haare verpassen. Aber ich denke... Aber ich... Ah, es funktioniert alles nicht. Wie können wir ihm... Haben wir irgendwie ein Haarsprießmittel? Die Zahncreme oder sowas? Solange er es nicht vermisst. Das war ja seine. Scheiße.
Auch Pfeffer ins Gesicht? Kein Essen vor dem Ritual, danke. Bist du am Fasten? Nein, aber man sollte niemals mit vollem Magen schwimmen gehen. Schwimmen? Was habt ihr nun? In einer Wäsche? Ja. Okay, gut, dann hey. Ich der Rantel. Können wir dir irgendwas geben? Hey. Ich stimme mit dem Korkenzieher. Lass Mr. Toffee in Ruhe. Stimmt, Korkenzieher, hey, warum ich da drauf gekommen bin. Hey. Hey. Ich glaube, mit der können wir nichts machen. Hey. Auf jeden Fall haben wir gerade die Trophäe Free Toffee bekommen, als wir einen Korkenzieher probiert haben. Ja, alles schon gut. Wir können einfach hier nichts machen. Wir müssen die Sachen kombinieren. Wir kombinieren jetzt Salz mit Pfeffer. Noch 15. Pfeffer mit das Staub. Das macht Staub mit dem Bosa das Einzige, was aber nicht nötig hat. Was müssen wir dreckig machen? Was müssen wir dreckig machen? Korkenzieher und die diese Tasche. Diese wird wichtig. Bügel. Wir machen einen Bügel voll. Auf den ersten Blick sieht das nach einer Bombenidee aus. Halte im Inventar. Aber ich soll keine vorliegenden Schlüssel ziehen. Ich bin hier ein wenig überfragt. Der Typ hier. Ich meine, check das nicht. Der hat hier an der Seite ein Loch. Das Loch führt zum Schrank, oder? Das ist doch hier der Schrank. Was, wenn ich verliere? Hier ist doch gar keine Dusche. Ich bin der. Geh nochmal runter. Gehen wir mal raus. Hier können wir auch nichts machen, weil wir vielleicht kein Geld haben. Brauchen wir Münzgeld. So dieser Auto. So dieser. Dann vielleicht mit dem Dingens können wir auch nicht hacken. So dieser. So dieser. So Messer rein, Schlüssel, so geht alles nicht. Vom Münzgeld. Gehen wir mal zur Mülltonne. Darf ich mal kurz? Ah, schon, da ist noch ein Pelikan drin. Meine Frech. Ganz schön bissig für jemanden. Aber warte nur. Ich werde dir dein großes Maul schon stopfen. Ja, hier richtig Knebel. Stopf mir mal einen Kopfkissenbezug in den Maul. Was alle. Dann steche ich ihn halt ab. Das letzte, was. Dann steck den Korkenzieher in den Maul. Was alle. Dann halt. Pfeffer in die Augen. Haha! Gesundheit! Okay, das hat schon geholfen. Staub! Dann Geld, aber das bringt ja alles. Ich, kleine Bügel in die Fresse. Es scheint ihm was allerdings auch. Es ist doch. Hier hinter ist auch nix. Der Pelikan lässt mich nicht in den Fischabfällen wühlen, aber stochert er selbst nur so halbherzig darin herum. Er hat doch gar keinen Appetit, das sehe ich doch. Darf ich mal kurz? Irgendwas mit diesem Pelikan machen. Wo so Anzug in den Kopf ziehen. Das scheint ihm nicht zu konvenieren. Was allerdings. Ja, ich bin. Zahncreme. Kopfkissenbezug drüber spannen. Abstechen. Schlüsseln. Nichts klappt hier. Mal gucken. Was? Keine Ursache. Mit Salz überstreut, jetzt muss er trinken, der Hund. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Tut mir leid. Tut mir sehr leid. Da muss ich kurz niesen. So, jetzt aber. Darf ich mal kurz? Da können wir auch nichts machen. Können wir jetzt Staub in die Fresse. Wollen wir tauschen? Fisch gegen. Gut. Jetzt können wir ihn so ein Bügelkleid in die Fresse stopfen. So, du hast jetzt Pause, Schiedvogel. Tatsächlich. Das kommt davon, Dummschnabel. Ihn jetzt können wir mitholen. Glipschiss. Wir haben jetzt einen Fisch. Einen Fisch haben wir jetzt. Nee. Noch einmal greife ich da bestimmt nicht rein. Meine Hand riecht jetzt noch nach Fisch. Nee, Moment.
Das sind meine Füße. So viel Zeit muss sein. Er ist ja vielleicht nicht mehr der Frischeste. Aber ihn zurückzulegen würde daran auch nichts ändern. Ein Fisch haben wir jetzt. Was machen wir jetzt mit einem Fisch? Ein Fisch und ein Fischmesser. Mal gucken, ob ich ihn lecker zubereiten kann. Ist ja fast schon zu einfach. Der bestand ja komplett aus Faulgasen. Jetzt sind nur noch die Schuppen übrig. Jetzt habe ich Schuppen. Oh, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Jetzt habe ich Schuppen. Jetzt gehe ich zum Seher, denn der braucht Schuppen. Na, Mr. Seher, wollen Sie Schuppen haben? Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial. Wenn es so etwas wie eine Autoehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. So, jetzt bist du Seher. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Dass es nicht kommen sehen hat. Ja. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen. Oh, ich bin schon raus. Ich hab... Okay, dann müssen wir wahrscheinlich das Shampoo mit ihm benutzen, damit er das merkt. Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du es lieber behalten, oder? Hätte er jetzt Schuppen im Haar, oder? Nicht doch. Das würde den ganzen Gag ruinieren. Der hat doch jetzt Schuppen im Haar, oder? Was ist dann? Ich lach mich jetzt schon kaputt. Reicht das etwa noch nicht? Stau? Absurd, aber ich denke... Fett, wir brauchen vielleicht Fett. Nee, oh, ich dachte jetzt... Oh, mach's doch nicht so kompliziert, Leute. Nein, sie ist dann... Nee, das... Hey! Das reicht noch nicht. Geh mal raus. Gott, wir können nichts machen. Ich dachte, ich komme jetzt auf einer mit Pelikan. Hier, mit dem Toilettenmann. Hier hast du... Ja, das will ja auch nicht haben. Na klar. Hier. Bist du noch... Wie soll... Mann, zumindest... Dann... Der hier. Hat die Toilette, die er den aber nur, wenn du versprichst, das anschließend für mich in die Wäscherei zu bringen. Ich glaube, ich finde noch was Besseres. Dann vielleicht Papiergeld. Hier. Damit geht's bestimmt. Papiergeld. Oh. Das ist aber weich. Oh, ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Yes. Hier. Nimm das. Bitte was? Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Hey, halt, stopp! Verdammte Kiste, er ist weg. Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Yes, wir haben Wechselgeld. Woher er es auch immer her hat, ist mir egal. Toilettenpapier. Da haben wir noch Toilettenpapier. Achso, der war ja zu rau. Mein Gott, wovon hat er eigentlich geredet? Da ist doch noch Toilettenpapier. Vierlagig mit Luftpolster. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Yes, wir haben Toilettenpapier. Spülung. Gott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Gucken wir mal rein. Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Wow, der hat ja noch nicht mal abgespült. Oh nee, oder? Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Wow, der hat ja noch nicht mal abgespült. Ich will gar nicht wissen. Ja, das spüle mal. Gott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Da hinten ist ein Leck in der Leitung, oder? Wo der Pelikan... Oh, nee, wie... Oh, nee. Die Spülung funktioniert... Muss wie spülen jetzt nicht den Pelikan voll mit Kacke, oder? Aber wie wir das machen, das sehen wir in der nächsten Folge von Goodbye Deponia. Ich bedanke mich nochmal vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.